Der Schwerlastwagen SL-MMPS der RTS Epoche 6, Spurweite N, kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Die ersten Wagen diesen Typs wurden 1988 an die SBB geliefert und weisen eine Achslast von 22,5 Tonnen auf. Heute sind nur noch Fahrzeuge der Serien ab 1996 im Einsatz, wovon drei Wagen im Besitz des österreichischen Unternehmens RTS sind, die als Vorlage des Modells dienten. Schwerlastwagen werden als Transportmittel für Lastkraftwagen oder schwerer Militärtechnik benötigt. Deshalb sind diese Wagen ideal zur Nachbildung von Militärganzzügen geeignet. Die Drehgestelle sind detailgetreu wiedergegeben. Die Bedruckung ist makellos sowie trennscharf und entspricht im Detail dem Vorbild des SL-MMPS der RTS mit Revisionsdatum 2. September 2014. Extra angesetzte Teile wie ausziehbare Griffstangen sowie Bremsräder tragen zum perfekten Gesamteindruck des Modells bei. Zusätzlich abnehmbare und verstellbare Befestigungskeile für Fahrzeuge erhöhen den Spielwert dieser Schwerlastwagen. Das Modell dieses Güterwagen ist ebenfalls mit einer Kurzkupplungskinematik zum vorbildgerechten Kuppeln ausgerüstet. Mit dieser Neukonstruktion des SL-MMPS der Firma RTS aus Österreich füllt Pico die Lücke für N-Bahner, die mit diesem hervorragend detaillierten Schwerlastwagen auf ihrer Anlage für einen echten Blickfang sorgen werden.